Mein Name ist Moritz Florstedt und ich bin Kanu-Rennsportler aus Sachsen-Anhalt. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Ich bin zu dem Sport gekommen durch meine Cousins, die selber früher Slalomkanuten waren und das aber sehr gefährlich ist, habe ich mich entschieden, gehe ich zum Kanu-Rennsport und das war in der ersten Klasse, damit ich auch keinen Mittagsschlaf machen musste. Also meine Familie unterstützt mich ganz klar immer damit, dass sie für mich da sind, dass sie zu nahezu jedem Wettkampf mitkommen, mich da unterstützen. Meine Sponsoren, Dopstadt zum Beispiel, die stellen mir mein Paddel- und Bootsmaterial zur Verfügung, dass ich überhaupt diesen Sport ausüben kann. Meine größten Erfolge in meiner Karriere war 2019 in Rumänien zur WM, wo ich Weltmeister geworden bin im K4 über 500 Meter und den vierten Platz belegt habe im K1 über 1000 Meter. Mein aktueller Tagesablauf ist eigentlich, dass ich morgens gegen 6:30 aufstehe, dann Frühstück mache. Dann fahre ich zum Training gegen 8:00. Dann heißt es erstmal eine lange Ausdauereinheit. Danach geht es dann weiter mit einer kurzen Sprinteinheit. Dann Mittagspause, die Energiespeicher alle wieder auffüllen, die wir am Vormittag leer gepumpt haben. Und dann nachmittags ist nochmal eine Ausdauereinheit drauf, also Laufen oder auch Krafttraining. Um meinen Körper optimal an die Belastung anzupassen, gehe ich laufen, fahre Fahrrad. Beim Fahrradfahren kommt es darauf an, dass man lange, weite Strecken fährt. Also ich fahre zum Beispiel bei einer Radtour immer so um die 60 bis, sage ich mal, 80 Kilometer. Bin dafür dann, sagen wir, zwischen 2 und 3 Stunden unterwegs. Und einfach, um auch den Kopf mal frei zu kriegen und um die Beine zu belasten. Den Kreislauf quasi mal in Schwung bringen. Wenn es ums Laufen geht, gehe ich am liebsten im Stadtpark laufen und genieße die frische Luft und die grünen Blätter. Unser Krafttraining unterscheidet sich eigentlich in Maximalkrafttraining, Schnellkrafttraining, Kraftausdauer und in Körperkraft. Für jeden einzelnen Bereich haben wir eigene Trainingspläne und passen unseren Körper so optimal an unsere Belastung an. Mit der Firma Dopstadt habe ich einen sehr guten Partner gefunden, weil sie mich da unterstützen, wo ich Hilfe brauche, zum Beispiel bei meinem Boots- und Paddelmaterial. Aber auch zum Beispiel bei der Finanzierung von Lehrgängen sind sie immer mit dabei. In der Zukunft möchte ich eigentlich die Olympischen Spiele erreichen als langfristiges Ziel. Und mein jetzt Nahziel ist die WM Ende des Jahres in Szeged in Ungarn. Das war ein Einblick in meine Sportart. Wenn auch ihr Interesse habt, kommt mich doch gerne mal auf Wettkämpfen besuchen.